Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Zompiercer. Und ja Leute, ich habe hier schon mal alles in die Kiste gepackt. Wir haben jetzt 26 Holz, 20 Stoff, wir haben 15 Altmetall. Ich will jetzt nicht sagen, ne, das ist hier der Hammer, aber wir haben zumindest mal ein bisschen was am Start. Was ich auch mal ganz kurz gucken wollte, ist, was wir eigentlich hier alles in dieser Werkbank bauen können. Also Küchenspüle, guck mal hier. Küchen-Elektroherd. Damit können wir dann wahrscheinlich nachher auch uns ein paar, ein bisschen was zu essen herstellen. Und hier ist die Waffenwerkbank. Dafür brauchen wir aber eine Patronen-Ladepresse, um die nachher zu fertigen. Und ich glaube, da können wir uns dann auch bestimmt irgendwie auch Waffen herstellen. Ein Apothekertisch zum Herstellen von Medizin. Ein Schneidertisch für Rüstung. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wir haben noch hier, Moment mal, hier, elektrischer Ofen. Ne, warte mal, wir waren hier, doch, elektrischer Ofen. Hier können wir mit Kochen lernen. Hier haben wir noch ein handbetriebenes Sägewerk. Ermöglicht das manuelle Sägen von Baumstämmen. Okay, genau, das habt ihr mir noch geschrieben. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ob wir denn hiermit vielleicht Bäume fällen können. Wir testen das mal ganz kurz hier. Oh, guck mal, hier ist noch eine Tasche. Oh. Sieht jetzt nicht danach aus. Vielleicht ist der zu dick. Vielleicht müssen wir hier den kleinen nehmen. Mal gucken. Leute, also es sieht nicht danach aus, als dass wir hier irgendwelche Bäume fällen können. Das Einzige, was passiert, unsere Axt geht kaputt. Also, ja, da können wir jetzt dann tatsächlich wohl erstmal nichts machen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 17 Uhr. Ist bald Zeit für die Haier, Leute. Es ist bald Zeit für die Haier. Außerdem haben wir nur noch 22% Energie. Aber gut, ich würde sagen, die letzte Energie verbrauchen wir mal noch und machen hier zumindest mal diese beiden Teile hier vielleicht schon mal zu. Aber das schaffen wir noch nicht mal, weil wir 16 Holz dafür brauchen. Das ist halt schon eine Menge, ne? Muss man halt sagen. Das ist schon wirklich eine absolute Menge an Holz, was wir hier benötigen, um hier überhaupt was zu fertigen. Aber gut, ne? Wir nehmen jetzt mal hier das Holz und das Altmetall. Wir können theoretisch hier die Decke und das hier einmal fertigen. Und ich würde sagen, das machen wir. Dann können wir hier die Werkbank nämlich auch mal ein bisschen dicker und alles mal hier so ein bisschen besser rüberstellen. Das haben wir schon mal. Das ist super. Das steht soweit ganz gut. Aber die Bank, die muss hier ein bisschen weiter hinter, Leute. So, haben wir die jetzt hier? Ja, wunderbar. Dann können wir die nämlich mal nehmen. Und mal ganz kurz hier rotieren. Ich würde sagen, wir stellen die ruhig schon hier ein bisschen rüber, damit wir hier auch genug Platz haben. So, und machen die hier mal wieder Miet- und nagelfest. Da. Wonderful. Absolut great. Am liebsten würde ich hier den Schrank auch noch mal rübersetzen. Und ich glaube, das mache ich auch, Leute. Das gefällt mir dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ah, ich kriege ja nicht alles rein, aber kein Problem. Das machen wir ganz kurz mal hier rein dann. So und so. Hoppala. Wrong button. So, wir haben hier nichts mehr drin. Perfekt. So. Und jetzt nehmen wir hier den und setzen den dann hier schön in die Ecke. Wunderbar. Warte mal, hier kriegen wir, glaube ich, sogar. Ne, hier kriegen wir keinen mehr hin. Also eigentlich hätten wir hier noch ein Stück rüber gemusst. Naja, können wir später nochmal umsetzen. Jetzt packen wir erstmal alles, was wir so nicht brauchen. Packen wir hier rein. Zack und zack. So und so. Ich hole das von drüben noch, Leute. Dann gehen wir noch eine Runde schlafen. Und dann können wir uns am nächsten Morgen erstmal schön auf den Weg machen. Und erstmal gucken, was wir hier eigentlich so
nettes Erleben, ne? Also ist ja auch dann hier für uns jetzt das erste Mal und vor allen Dingen auch Neues, ne? Neues entdecken, Leute. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das Bett, Leute, das muss hier vorne hin. Das ist mir hier einfach ein bisschen zu weit weg. So, wir müssen das hier drüben hinstellen, Leute. Das geht anders nicht, ne? Fühle ich mich ganz schlecht dabei. Es muss hier vorne hin. So. Passt das hier? Ich glaube schon. So. Und gut Nächtle. So, Leute, der Wecker klingelt. Ihr habt's gehört. Das heißt, wir haben jetzt morgens 6.40 Uhr. Wir sind total dehydriert. Das heißt, nehmen wir erstmal hier ein lecker Wässerchen. Am besten gleich zwei. So und so. Und dann starten wir gleich mal die Turbinen unseres Fahrzeugs. Ich nehme mir mal noch hier eine Dose Thunfisch. Oder am besten vielleicht auch gleich zwei. So und so. Und dann packen wir das nochmal zurück. Und dann machen wir uns hier mal mit unserem... ja, Zugle, ne, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wenigstens haben wir schon mal ein Dach über dem Kopf hier, ne. So, Leute, es ist Premiere. Premiere mit unserem Zug. Wir starten los. Beziehungsweise müssen wir hier eigentlich irgendwie die Weichen setzen oder so? Können wir das hier eigentlich da drüben eigentlich auch mitnehmen? Ne, hier ist der Zug, ja. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen mal. Es hieß, ich soll auch mal darüber gehen in die City, mal gucken, was da noch ist. Kommen wir da nicht irgendwie nachher vorbei? Ich weiß es halt nicht, ne? Oder wartet mal, Leute. Wir gehen mal, bevor wir losmachen, gehen wir mal ganz kurz auf die Brücke rüber und gucken uns mal ganz kurz an, was es da noch so gibt, weil da sind zumindest noch ein paar Fahrzeuge. Eventuell können wir da noch irgendwie was Gutes mitnehmen an Loot. Ich weiß auch gar nicht, für was ich eigentlich diese Fässer hier benutzen soll, ne? Aber warte mal, hier war ich noch gar nicht dran gewesen. Hier ist noch ein bisschen Plastik. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So. Ja. Ich gehe mal ganz kurz hier Richtung Bridge. Hier ist ja nur die Gas Station. Da waren wir ja schon. Hier sind halt überall noch so Fahrzeuge, ne? Da könnte halt... Hey, Gemäue! Hi! Ey! Ey! Ich glaub, du spinnst, Kollege! Muss ich wegen dir jetzt auch noch einen Verband nehmen? Mann, 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 ey! Richtiger Unhold hier! Ein richtiger Unhold! Hier ist nichts drin, alles klar! Guck mal! Eierkopf! So, haben wir hier was drin? Nö! Ich weiß nie, ob die tot sind oder... Ja, du bist nicht tot, gell? So, Bangert. Hab ich auch die Schnauze voll von dir hier. Jedes Mal machst du hier Stress mit mir. Hier können wir nichts nehmen. Ein paar Maschinenteile. Ah, da ist wieder so ein starker Kerl hier am Start. Das heißt stark, aber zumindest einer, der besser gepanzert ist. Ey, gute Kumpel! Ey, hör mal zu, du hier! Ja, du siehst auch richtig lecker aus. Oh, hier ist noch einer. Oh, oh. So, den haben wir. Level aufgestiegen, Leute. Batz. Oh, ja, ja, ja. Ja. Noch einmal, komm. Saufi, da. So, haben wir hier eigentlich irgendwo noch eine Loot-Tasche von irgendjemandem rumfliegen? Leute, das war jetzt hier schon wieder erste Sahne hier, würde ich sagen, ne? Haben wir wieder mal gezeigt, dass wir hier doch auch ein bisschen kämpfen können. So, wir gehen jetzt die nächste, packen wir rein hier in Stärke, damit wir vielleicht ein bisschen stärker sind und... Ah, guck mal! Wir haben jetzt hier Gewicht sogar 41 Kilo, also dafür ist die Stärke dann am Ende des Tages auch gut. Sehr schön! Oh, hier haben wir dem seinen Arm abgehackt. Sehr gut. Ja, dem haben wir mal gezeigt hier, ne? Unsere Axt, die kann hier. Unsere Axt, die kann. Hier ist auch nichts drin, ne?
Hier sind überall so viele. Problem ist, Leute, wir haben halt nicht so... Okay, mit dem Messer hier brauchen wir vier Tische. Hier sind auf jeden Fall ein paar am Start, aber ey, die kriegen wir eigentlich ganz gut bisher. Ey. Hey. Ja, irgendwie ging es ausweichen gerade nicht. Hat nicht so ganz gefunzt. Hi, ei Gude. Christoph, was machst du da hier? Ey. Zack, hepp und Tschüssikowski, mein Freund. So. Hier ist auch noch... Oh, das ist ein Sprinter, Leute. Was ist mit dem los? Oh. Okay, auch was Neues. Alles klar. Okay, okay, okay. Ah, okay. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Wir haben ja unser schlaues Buch im Zug liegen, wo wir gucken können, was es da für verschiedenstartige Bücher gibt. Jetzt haben wir drei schon kennengelernt, ne? Die ganz normalen. Jetzt der sprintet. Und die hier so ein bisschen mehr, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen mehr Polizei, militärmäßig irgendwie angezogen sind. Das ist natürlich hier jetzt auch ein bisschen krass, ne? So, da ist noch so einer, habe ich gerade gesehen. Ja, da ist noch so ein Sprinter. Komm mal her, mein Freund. Ja, komm. Okay, zwei Hiebe mit der Axt und dann... Junge, da haben wir mal richtig den Kopf zerfleddert. Aber Leute, das Ding ist mal richtig auseinandergebröselt. Haha, da hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, du hier. Okay, hier ist noch so einer. Ich weiß nicht, nehme ich mal lieber den Basie. Oh, was ist das denn hier? Alter, oh mein Gott. Jetzt sind wir bestimmt vergiftet oder so, irgendwas. Alter, Junge. Die da so irgendwelche Dinger da am Start. Geh mal da weg hier, Fräulein. Oh, 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 oh. Hau mal ab hier. Alter. Ja, ich stecke fest. Ah, weg, 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 weg. Boah, Leute. Das ist, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet hier. Ich sag euch, wie es ist, ne? Oh, oh. Noch so ein Ding. Ey. Boah, Leute, das ist ein bisschen krass gerade. Alter, was ist hier los? Ich glaube, ich muss die letzten Sprintdinger hier für die Axt nehmen. Die letzte bisschen Ausdauer. Was sage ich, laber ich da? Oh, shit. Oh mein Gott, Leute. Wir haben den immer noch nicht K.O. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Oh, 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 oh. Lecco mio, Leute. Das ging ja gar nicht klar. Was ist das denn, ey? Alter, was ist das für eine Tussi? Das geht ja gar nicht. So, Leute. Auf ein zweites. Probieren wir das nochmal. Also, wir wissen jetzt Bescheid. Da ist diese Spauzerin, ne? Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier den Typ hier wieder klein kriegen. Den Sprinter da. Ey, Mann, Mann, Mann. Ey, das war ja hier gerade eben von einer Sache, da hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Dem haben wir auf jeden Fall den Kopf genauso zerfleddert hier. Lecco mio. Wir packen hier erstmal direkt die Verbände. Ich mache hier erstmal voll. Und dann probieren wir den Klumbatsch hier nochmal. Wartet mal, wir könnten ja eigentlich... Guck mal, wir haben ja hier Pfeil und Bogen. Wir sind ja... Wir dürften jetzt eigentlich mal nur nicht ein bisschen blöd sein. Nimm mal hier den Pfeil und den Bogen. Wir müssen hier einmal reloaden. Ist die Frage. Oh, wie zielen wir hier am besten? So? Ach du Heiliger. Ah, alles klar, okay, also... Das ist unser Punkt, wo wir hin müssen. Nee. Ha! Leute, was ist das denn, ey? Wie zielt man hier? So, oder was? Ja. Ja, okay, das geht. Jupp. Okay, den Rest nehmen wir mit der Axt hier. Ja.
So, dem haben wir hier. Da können wir erstmal die Pfeile wieder aufheben. Alter, ey, das ist ja Wahnsinn. Danke, Pit hier. Jetzt haben wir nur noch diese Tussi am Start hier. Mal gucken, wie wir die jetzt hier irgendwie gebrochen bekommen. Bevor wir uns dann gleich hier auf den Weg machen mit dem Zug. Was war das denn, Alter? Dein Ernst? So, Leute. Die, man sieht schon, die ist auf jeden Fall infiziert. Hoppala. Weg. Oh, verdammt. Ey, ich geb dir jetzt hier. Hau ab hier. Was? Die Waffe ist kaputt? Okay. Ey. 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 Blöde Sau, ey. Also Leute, das ist ja Wahnsinn. Was ist das hier für eine blöde Kuh, ey? Junge, Junge, ey. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist schon mal krass hier, dass sie hier so rumspautzt. Es geht gar nicht klar, ne? Boah. Ich weiß jetzt nicht, was hier noch auf uns, was noch auf uns wartet hier. Auf jeden Fall ist unsere Waffe kaputt. Können wir die irgendwie reparieren? Ah, wir brauchen dafür ein einfaches Reparaturkit. Haben wir natürlich jetzt nicht, ne? Hier sind jetzt so zwei Sprinter. Und ein normaler. Der Sprinter soll mal zuerst hier kommen. Ja, komm mal her, mein Freund. Upsala. Ja. Okay, den haben wir. Den noch nicht. Ja. Boah, habt ihr den Spinner gesehen? Alter, der hat eine richtige Pirouette geschlagen. Haha. Junge, 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 ey. Das ist ja heftig. So, der hier noch. Ey, Kumpel. Oh. Ey. Alter. Das ist ja... Nee. 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 Leute, wir können nicht weiterlaufen, ne? Wir haben nur noch 8. Wir haben nur noch 8 Leben. Wir müssen leider zurück, Leute. Wir müssen zurück. Ich glaube, wir können uns der leider hier die City jetzt erstmal nicht angucken. Ich bin dafür, wir machen erstmal hier wir machen erstmal einen Ausflug mit dem Zug jetzt, ne? Ich glaube, ihr wartet auch schon die ganze Zeit darauf. Wir können ja auch immer wieder zurückfahren. Wir machen jetzt erstmal einen Ausflug mit dem Zug und schauen uns erstmal ein bisschen die Umgebung an. Abgesehen davon brauche ich sowieso was zum Heilen, ne? Sonst ist es hier gleich eh wieder vorbei mit uns. Was zu essen wäre auch nicht schlecht. Packen wir direkt mal hier die Snacks und das Wasser. So. Perfekto. Machen wir uns auf Richtung Zug, Leute. So, Freunde. Es wird Zeit. Ich bin zurück. Ich mache hier... Ne, ich lasse offen. Wir können gleich schon gucken. Wir nehmen erstmal hier so ein Medikit, weil aktuell, ihr seht es ja, ihr wisstet ja, 8 Leben... Ist ein bisschen knapp, ne? Ist ein bisschen knapp. So. Moment, wir haben hier noch zack und zack. Dann den anderen Kram, den packen wir in die andere Kiste rein. Nämlich einmal hier und hier. Ey, warte mal, wir hatten doch hier noch genug Material für das hier, ne? Komm. So. Wenigstens das, ne? Das muss hier... Alles seine Ordnung haben, Leute. Sieht auch gleich wieder viel schicker aus, ne? Sieht gleich viel schicker aus. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Machen wir hier mal ganz kurz zu. Wir könnten eigentlich hier... Können wir eigentlich hier den aufnehmen? Und hier Treibstoff rein? Packen. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir haben hier den Standard-Zombie, ne? Nahkampf 5, Leben 70, Geschwindigkeit 1,7 bis 1,9, Wahrnehmung 18 bis 36. Ein gewöhnlicher Zombie... In jeder Hinsicht aus einem gewöhnlichen Menschen auferstanden. Er hat keine besonderen Ambitionen, weshalb er nur minimale Mutation, eine geringe Gesundheit und eine geringe Geschwindigkeit bei der Verfolgung potenzieller Beute aufweist. Dann haben wir noch den Makler. Der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker im Nahkampf, ne? Hier 10 bis 20. Nicht mehr nur 5, hat aber weniger Leben, aber ist dafür deutlich schneller. Einst ein geiziger Wall Street Arbeiter. Ah, okay, alles klar. Und er hat natürlich einen doppelten Nahkampfangriff. Haben wir ja auch gemerkt. Die Krankenschwester, die hat nicht so viel Leben.
Ist aber immerhin schneller als der hier, aber langsamer als der Zombie-Makler. Hat aber, glaube ich, eine verbesserte Wahrnehmung. Und ja, Nachladen 18, was das letztendlich bedeutet, weiß ich nicht genau. Dir bricht auf jeden Fall eine Gaskugel aus, die nach einigen Sekunden explodiert. Du wirst vergiftet und die Gesundheit des Zombies wird wiederhergestellt. Oha. Das ist der SWAT-Zombie. Der hat nahkampfmäßig nicht so viel zu bieten, nur 8, aber immerhin ein bisschen mehr als er, also unser Standard-Zombie, aber hat dafür natürlich viel mehr Leben. Und der Besonderheit ist, der Kopf und Rumpf sind durch Helm und kugelsichere Weste geschützt, halten Schläge und Pistolenpatronen stand und absorbieren auch 50% des Schadens durch Sturmgewehre. Krasse Sache, Leute. Also ein paar haben wir jetzt schon kennengelernt. Ich bin mal gespannt, was uns dann noch so erwarten wird. Ja, wo können wir denn eigentlich hier unseren Sprit auftanken? Das wäre vielleicht auch jetzt mal ganz kurz noch was. Ah, guck mal hier. Dann machen wir das doch mal ganz kurz, bevor wir hier losdüsen. Auftanken. Den. Naja. Immerhin, ne? Immerhin, Leute, besser als nix. Haben wir wieder 20 voll, 20, ah, jetzt haben wir 345, Leute, super. 345 haben wir jetzt. Geile. Quatsch. So, Reparaturkit, können wir den hier bauen eigentlich? Wahrscheinlich müssen wir den an der Werkbank herstellen, beziehungsweise bestimmt geht das erst an der anderen Werkbank. Oh, hier können wir auch Pflanzenkasten herstellen. Flurlampen. Oh. Lagerregale aus Holz. Hey Leute, das wird richtig insane. Ich sag's euch, es wird richtig insane hier werden. 6 und 2. Ich hab so Bock, Leute. Ich hab so Bock drauf, hier was zu bauen. Mega. Aber jetzt gucken wir erstmal, machen wir hier mal unseren Laden an. Wartet mal hier. So. Vorwärts ist eingestellt. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Schub hier, Leute. Ein bisschen Schub. Wir müssen die Bremse lösen. Und dann geht es los hier, Leute. Es geht los. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Fahren wir die eigentlich um hier, die Kollegen? Oder wie läuft das hier? Mal gespannt. Ja, die haben wir mal ganz kurz einfach umgefahren hier, Leute. Wir fahren mit ganz kleinen Schritten. Wir fahren mit ganz kleinen Schritten. Wir fahren mit ganz kleinen Schritten. Achtung! Tschüsschen! Ja. Da sind wir mal ganz kurz drüber geflogen, Leute. Ganz kurz, können wir da an der... Ganz kurz mal... Stopp, 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 warte mal. Warte mal. Warte mal. Muss mal ganz kurz was gucken. Ob wir hier an dieser Hütte irgendwas machen können. Die ist abgeschlossen. Ah ja, okay, gut. Da können wir nichts machen. Ja, wir können mit der eh nichts anfangen, Leute. Aber guck mal hier. Da steht unser Zug doch jetzt hier schon mal hier draußen, ne? Da steht er schon mal. Ja, geil. Leute, ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich mach mal hier ein bisschen wieder Bremse los. Mach mal ein bisschen mehr Schub hier. Machen wir mal so 23. Wir müssen uns ja nicht hetzen, ne? Wir müssen ja nicht hetzen. Und ich weiß ja auch gar nicht, was da vorne uns so alles erwartet. Könnte bestimmt aber eine coole Sache werden, Leute. Es wird bestimmt sehr, sehr cool. Geil. Wir fahren mit unserem Zombie... Mit unserem Zombie-Zug hier fahren wir durch die Zombie-Welt, ey. Das wird jetzt hier nice. So, mach ein bisschen Dampf hier. Mach ein bisschen Dampf hier, Junge. Ah, da ist wieder so eine ekelhafte. Hau ab, Fräulein. Hau ab. Ach, herrlich, Leute. Herrlich. By the way, wir können uns eigentlich mal noch so eine neue Axt herstellen.
2 und 2. Ich glaube, das ist günstiger, als wenn wir da so ein Reparaturkit haben. So. Schraubenschlüssel aus Altmetall. Kann das sein, dass wir den auch brauchen? Bestimmt, um irgendwas zu reparieren. Ich nehme den mal mit, ne? So, Werkzeuge haben wir jetzt alles bis auf die Schaufel. Zumindest. Die ist kaputt. Wie sieht's aus? Wo sind wir hier gerade? Wir fahren. Passiert noch nichts, ne? Noch alles entspannt hier, Leute. Es ist noch alles entspannt. Der Zug rollt, aber es passiert zumindest mal noch nichts. Achtung! So, wir packen mal hier die hier rein. So. Schade, dass wir keine Bäume fällen können, ne? Das ist jetzt so ein bisschen... ärgert mich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wo das hier hingeht, Leute, ne? Ich hoffe, dass unser Sprit reicht. Wir haben ja nur noch 309. Also ein bisschen was ist hier schon weggegangen. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache hier, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wie können wir uns eigentlich Pfeile herstellen? Können wir die uns auch an der Werkbank einfach herstellen, diese Pfeile? Die können wir bestimmt auch nur an der Waffenwerkbank herstellen. Bin ich mir ja... Ah, ne, guck mal hier. Bolzen aus Altmetall. Aha. Oder halt normale Pfeile, ne? Achso, Moment mal. Bolzen sind ja dann eher für was anderes, denke ich mal. Die sind für die Armbrust, genau. Also wir brauchen eh dann, wenn dann ganz normale Pfeile. Okay. Können wir aber herstellen. Können wir herstellen. So, was erwartet uns denn jetzt hier eigentlich? Wir fahren und fahren und fahren. Passiert ja gar nichts hier. Ist ja alles langweilig hier. Eieiei. Naja. Fahren wir mal, Leute. Ich guck mal, was hier dann gleich als nächstes kommt. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. So Leute, hier ist wohl ein kleines Fischerdorf. Wir müssen mal langsam hier ein bisschen zurück und dann mal den Zug ein bisschen verlangsamen. Denn nicht, dass wir hier gleich dran an unserem Ziel vorbeischießen, ne? Wo können wir hier halten? Ah, guck mal, hier ist doch sogar ein Oh, hier sind auch ein paar Zombies am Start, Leute. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Häuser zu looten. Boah, das wird bestimmt interessant. Das wird bestimmt interesting, Leute. Ich hau hier mal eine Bremse rein. So. Oh, Leute, ich hab fast perfekt gehalten, Leute. Wie, was sagt ihr dann dazu, ey? Ey, Leute, da könnt ihr ruhig mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Zack. Leute, da könnt ihr ruhig mal ein GG reinhauen für diese perfekte Landung hier. Für diese absolut perfekte Landung. Ey, geil. Also, wir sind jetzt hier an so einem Fischerdorf angekommen. Und hier gilt es jetzt erstmal, ja, die Gegend zu erkunden und mal schauen, was wir hier alles so finden. Wir sehen auf jeden Fall, hier sind ein paar Zombies. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird, Freunde. Aber ich würde sagen, das Fischerdorf, das erkunden wir in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch bis dahin gefallen hat und ihr auch mehr von diesem Projekt hier sehen wollt, mit dem Zug, wir unterwegs durch die Zombie-Apokalypse, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.